Eltern haben immer viel um die Ohren. Der Tag beginnt mit Stress. Die Kleinen anziehen, Windeln wechseln. Da ist voller Einsatz gefragt. Danach Frühstück machen, die Kinder füttern, bis alle satt sind und alles wieder wegräumen. Doch jetzt geht's erst richtig los. Irgendwer muss schließlich einkaufen gehen. Danach ist der Spielplatz an der Reihe. Und wenn es dann nach Hause geht, dann geht's fröhlich weiter. Es gibt einfach immer etwas zu tun. Wäsche waschen oder den Müll wegbringen. Das Klo putzen, das Geschirr verräumen, den Boden saugen, die Wäsche aufhängen. Und nachdem die Kinder im Bett sind, geht's ans Abendessen. Schließlich müssen auch wir Eltern gut versorgt werden. Tja, die Kinder ins Bett bringen, ist eine eigene Wissenschaft. Okay, nochmal von vorne, Plan B. Dazwischen aufs Zähneputzen nicht vergessen. Und jetzt aber endgültig ins Bett. Wenn ich abends von meinem Job heimkomme, geht das nur, weil ein anderer all diese Aufgaben im Haushalt übernimmt. Mein Mann. Vier Wände, vier Hände.at